So, hallo, wir machen weiter. Bei Metroid Dread. Letztes Mal sind wir über das Gebiet Gavoran mit Super Missiles und so weiter bis nach Elun gekommen, wo wir gerade, ich will mal sagen, ziemlich gruselig empfangen worden sind. Also mit Scheinwerfer und Scan und allem. Also, es ist definitiv klar, dass wir hier sind. Ja. Und alles hinter uns schließt sich. Ich glaube nicht, dass das gut ist, dass wir hier sind. Jetzt bricht hier sowieso... Das kann ich nicht aufmachen. Also bricht hier jetzt alles zusammen. Oh shit. Okay, es sind, solange es Morphball-Dinger sind, die kaputt gehen und wir nicht einfach sofort runterstürzen irgendwo, weil das kann ich mal gar nicht leiden, ist ja alles cool. Was ich mich auch frage, ich meine, es ist ein Metroid-Spiel, werden wir wieder mit Ridley irgendwann aufeinandertreffen? Oder ist er... endgültige Geschichte nach den letzten Spielen. Ich wollte schon gerade sagen, in Metroid Other M und so weiter haben wir ja, aber ich glaube, die passen nicht, die gehören nicht zusammen, die Spiele. Denke ich jetzt mal, ich weiß. Oh mein Gott, das ist so gruselig hier alles. Was ist mit dieser Ebene hier los? Wo wir hingehen, fällt alles zusammen. Da oben kann ich durch. Will ich da oben durch? Ich weiß es nicht. Was war hier unten? Ah, da komme ich eh nicht durch. Ja, moin. Ah. Okay. Komme ich da runter? Nein. Na komm, wir gehen einfach hoch. Was soll's. Schon wieder eine Sequel. Ja, moin, zerstör einfach alles. Was? Ein als Gegner-Replik auftretender X-Preis wird wieder zur Urform, wenn er besiegt wird. Samus kann den X absorbieren, um Energie und Munition aufzufüllen. Ah ja! Also hier haben wir jetzt die ersten X wieder. Ja, crazy. Aua. Oha. Komm her, bevor du dich in irgendwas anderes verwandelst. Ach nee, Mann. So, her damit. Okay. Wir treffen jetzt also tatsächlich wieder auf X. Ach du Scheiße. Aha. Volle Aufladung. Sehr schön. Genau, was ich brauche. Ah, ich wollte eigentlich, ich komme da nicht ordentlich, kann da nicht ordentlich Flash-Shift. Ah, Mann! Komm her! So, erstmal wieder aufladen. Lul. Oder kommt er dann gleich wieder, wenn ich jetzt auflade? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Wenn er wiederkommt, gehe ich einfach an ihm vorbei.
Nee, der ist weg, okay. Das sind alles X hier. Ah, stopp, hier ist was. Hier ist was. Bestimmt hier. Nee. Okay, das Gebiet zeigt mehr an. Vielleicht auch hier. Also hier hört es eigentlich auf, die Anzeige. Ah, vielleicht auch da oben so in der Wand. Okay. Ja, wo soll denn da was sein? Ah, vielleicht hier unten? Nee, hä? Ah! Oh, shit. Ja, aber hier kann ich wieder keinen Anlauf... Oh. Ja, aber hier kann ich wieder keinen Anlauf nehmen. Wieso... Alter. Also diese Rätsel mit dem Boost, da muss ich echt noch gucken, wie die funktionieren. Ja, toll, jetzt komme ich hier nicht mehr... Ja, scheiß drauf. Wir haben es immerhin schon mal freigelegt. Dann weiß ich zumindest, dass da was ist. Oh, was gibt's jetzt? Ah, jetzt gibt's irgendwas, um das Ding hier zu öffnen. Sind das Powerbomben? Bitte ja. Nee. Ah, Plasma-Beam. Stärkerer Beam. Gut. Und der geht durch Gegner, glaube ich, durch, ne? Solche Geschichten macht der jetzt. Ja, genau. Sehr schön. Guter Beam, wichtiger Beam. Prima. Okay. Dann war der ganze Abschnitt jetzt eigentlich erstmal nur in Anführungszeichen, um diese Dinger zu holen. Und da kommen wir leider noch nicht weiter. Weil ich da absolut nicht weiß, wie ich hier Energie, also wie ich hier diesen Speed behalten kann. Hier oben könnte ich mir vorstellen, dass man hier vielleicht Anlauf nimmt, aber bis ich da unten... Nee, also keine Ahnung. Das muss ich noch lernen, wie das... Oh mein Gott! Komm ran! Oh mein Gott! Ja, da wollte ich hin. Dankeschön. So. Kann ich jetzt hier überhaupt noch was machen? Also hier geht's... Ach, hier oben wird's jetzt auch weitergehen, ne? Ach, stimmt. Ich kann ja gar nicht zurück. Ja, okay. Ich muss jetzt den Weg zurückgehen. Okay, ich muss jetzt so zurückgehen. Ergibt Sinn. Aua. Sehe ich das richtig, dass da oben ein Bosskampf... Nee, ich dachte erst. Ich dachte erst, da ist so ein Bossviech. Ah, da komme ich wieder nur von einer Seite ran. Ärgerliche Momente. Alter! Doch, da ist so ein Bossviech. Ja, nee. Nee.
will das nicht. Muss ich mir erstmal wieder Energie holen. Wo war die denn? Da drüben. Ach, so ein Käse. Ah, Mensch! Ja, da war die. So. Nein, hör auf, hier irgendwas zu bauen. Gut. Ah, jetzt geht die wieder da. Tun die nichts und wollen nur spielen. Nein, jetzt hat er sich dahin. Haben wir es jetzt? Okay, jetzt kommt der unangenehme Teil des Tages. Oha, 3 Millionen X. Also jetzt muss ja irgendwas mit X kommen. Irgendwas mit X muss jetzt kommen. Oh Gott, Leute. Oh, ich tue mir doch bei Bossen immer so schwer. Mal gucken, mal gucken. Zwei Bosse in einer Aufnahme. Eieieiei. So, was haben wir jetzt hier? Am besten Omega Ridley oder so. Oh, so ein Krieger. Oh, fuck. Vielleicht die falsche Taste gedrückt. Ja, moin. Okay, ich sehe schon, der Flash-Shift wird hier sehr nützlich werden. Ja. Na, bisher läuft das doch ganz gut, würde ich sagen. Aua. Okay. Ah ja, jetzt macht ihr auch ein bisschen schneller hier. Aber wenn ich das weiß, dann kann ich mich ja drauf vorbereiten. Mein Gott! Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Energie ist nicht so geil. Okay, aber zweite Phase weiß jetzt, was er macht. Okay. Ja, das ist ein X-Krieger. Also der ist so ein Soldat, der von X befallen ist. Jetzt habe ich es verstanden. Mist. Aber kann ich von Glück reden? Dass die mir noch nicht... auch. Ich weiß gar nicht, ob ich so mehr Schaden. Vielleicht mache ich sogar mehr Schaden als mit den Raketen. Keine Ahnung. Da kann ich von Glück reden, dass die mir noch nicht in Metroid Fusion begegnet sind. Das wäre doch sehr unangenehm geworden. Aua. Aber es läuft eigentlich, ne? Wir machen auf jeden Fall Schaden. Ja, es ist eigentlich gar nicht so schwierig bisher. Der trifft uns auch nicht mehr.
Okay. Darauf war ich nicht vorbereitet. Wow! Ach, verdammt! Okay. Also drei Phasen mindestens. Aber es geht eigentlich. Wir machen es jetzt mal nur mit dem Beam. Ich habe das Gefühl, der Beam ist stärker. Weil ich kann es hier vielleicht auch vermischen oder so. Keine Ahnung. Wow, ich habe nicht aufgepasst. Das war dumm. Das war sehr dumm. Okay. Das ist schon ziemlich eklig, muss ich sagen. Aber an sich sind seine Angriffsmuster echt durchschaubar, also stellt jetzt nicht so wirklich das Problem dar. Ich glaube, es geht doch mit Raketen schneller. Aber dass ich das nicht abwehren kann, das muss ich irgendwie abwehren können. Weil das ist schon ein bisschen fies, muss ich gestehen. Was soll ich da drücken, Mann? Also welche Taste? Aua. Ah, die, ah, verstanden. Plötzlich Quicktime-Events, ey. Oh mein Gott, es kommen mehrere. Oh mein Gott. Okay, zwei Quicktime-Events waren's. Junge! Der X hat's ja drauf gehabt, meine Güte. Shish. Kommen wir da ran? Nein. Ernsthaft jetzt? Ach so, oben, von oben, oder was? Hä? Also hier käme ich jetzt dahin zurück. Wie komme ich an den Tank ran? Aha. Nein. Da wollte ich nicht runterfallen. Komme ich da wieder hoch? Ja. Ah, sehr schön. Wichtig und richtig. Gut, ich denke, hier komme ich nicht raus, ne? Oh. Oh, jetzt ist hier der offen. Überall X. Wir gehen nochmal hier rein. Ich war hier noch nicht fertig. Ich dachte nicht, dass hier gleich eine neue Sequenz kommt. Hier ging es ja auch noch nach oben weiter.
müssen wir natürlich auch mal gucken, wo das hier hinführt, ne? Ach du Scheiße. Also, aber ich meine, Story scheint ja da unten weiterzugehen, sonst gäbe es ja keine Sequenz, ne? Was ist das denn? Ach, da falle ich runter. Das ist der Rückweg, okay. Das ist der Rückweg von was auch immer. Dann probieren wir mal den Hinweg aus. Ja, hallo. In die Richtung, Samus, danke. Hä? Ach, geht gar nicht. Hä? Ist hier irgendwas was kaputt? Ah, I see, I see. Ja, okay, geht einfach nur um Raketen. Geht einfach nur um Raketen. Gut. Kein Problem, machen wir. Ah, allerdings ein weiter Weg zu den Raketen. Ein sehr weiter Weg zu den Raketen. Das ist auch noch Rückweg. What the heck? Oh nee! Mach nicht irgendeine Kacke hier. Aua! Ah, das führt dann hier wahrscheinlich am Ende runter. Aber ich will ja eigentlich... Hä? Ich will ja... Da. Ach, Powerbomben. Ja, klar. Oh, man. Haben wir noch nett. Hier sind Powerbomben, aber die kommen wieder... Also ich meine, selbst wenn ich sie kriegen würde, haben wir schon gesehen, die benutzen mir leider noch nichts. Aber sie zu haben, wäre schon mal cool. Weil dann hätte man schon mal eingesammelt und muss es nicht... Dann hat man wahrscheinlich, wenn man halt jetzt mehrere findet von den Dingern, hat man wahrscheinlich gleich mehrere einfach. Ja, die habe ich einfach. Okay, cool. Zack. Ich kann sie nicht verwenden, aber ich habe sie gefunden. So, sehr schön. Das ist doch was. So, dann sind wir wieder hier. Lasst mich alle in Ruhe. Gut, dann gehen wir wieder raus. Das war eine spannende Begegnung hier auf diesem Planeten. Der besonderen Art auf jeden Fall. Und jetzt... Jetzt begleiten die uns praktisch nach draußen. Eieiei. Aber haben wir jetzt damit die X freigesetzt? Sind die jetzt überall auf dem, in den Ebenen unterwegs? Sind jetzt überall wieder X unterwegs? Das wäre durchaus ja denkbar. Denn wir haben es ja hier geöffnet und vorher war das ja zu. Also ich denke mal, wir werden jetzt hier mehr mit X wieder konfrontiert werden. Ach, dang it. Aber wir mussten da ja hin, um den Plasma-Beam zu holen. Es hilft ja leider nichts. Hm. Jetzt sind überall, ja, natürlich sind jetzt überall die X. Oh nein! Oh nein! Oh nein, der Tote wird jetzt... Oh nein! Oh nein. Oh shit. Oh shit. Nein, jetzt aktiviert er die wieder.
Ah, das ist der Eisbeam. Der Typ hat den Eisbeam. Okay. Der hellblaue hat den Eisbeam. Oh, God dang it. Scheiße, ey, die X, ne? Oh, nee, jetzt sind die... Oh, nein. Ey, jetzt treiben die halt echt überall ihr Unwissen, ne? Ach, du Scheiße. Sind das jetzt alles X oder was? Oh mein Gott. Also gibt es jetzt gar keine normalen Gegner mehr. Es sind alles jetzt X-Gegner. Oh mein Gott. Es scheint so, es scheint so. Gehen wir erstmal speichern. Jetzt sind die echt über... Geht jetzt... Geht das jetzt mit dem Plasma-Beam kaputt? Nein. Das geht wahrscheinlich mit dem Eisbeam... Ah, ich könnte es mir denken, das Rote geht mit dem Eisbeam kaputt. Das ergäbe zumindest irgendwo Sinn. Finde ich zumindest. So. Wir haben einiges mitzuteilen. Die X wurden freigelassen und haben sich nun auf dem gesamten Planeten verteilt. Das ist zweifellos das Werk von Helfenbeek. Na, eigentlich ist es unser Werk, weil wir dahin gelaufen sind, aber gut, es ist never mind. Seine Beweggründe sind mir nach wie vor ein Rätsel. Aber deine Metroid-DNS macht dich immun gegen die X-Parasiten. Du kannst sie sogar absorbieren. Vielleicht hat das ja etwas zu bedeuten. Ja, aber ich glaube, der will das wirklich vorbereiten. Wahrscheinlich will er mehr mächtigere Metroids erstellen und deswegen braucht der sozusagen, dass wir uns wieder mit den X hier fusionieren. Wie dem auch sei, die X sind hier unter dem Planeten. Sie müssen vernichtet werden. Begib dich schnell zu deinem Schiff, Samus. Ich bin sicher, dass du heil hier ankommst. Erst waren es Metroid, die wir zerstören müssen, deswegen jagen wir ganze Planeten in die Luft. Jetzt jagen wir ganze Planeten in die Luft wegen X. Oh, nee. Holy shit, was hat der denn da draus gebastelt? Oh mein Gott. Oh, der ist jetzt ja wieder aktiv. Der Shit, der Scheißdreck-Dings ist jetzt ja wieder aktiv, verflucht. Ah, Kacke. Aber wir haben jetzt immer noch nicht diesen Aufzug hier genutzt. Ich will jetzt erstmal zu diesem Aufzug gehen, ganz ehrlich. Ich will jetzt erstmal hin. Ist mir... Oh mein Gott, nee, jetzt sind die überall. Oh nee. Oh, vielleicht führt der Aufzug auch nach unten zurück. Das wird sein. Der führt gar nicht nach oben irgendwo hin. Der führt zurück nach unten. Weil wir haben ja bisher... Ja... Der führt runter. Wir haben ja bisher effektiv keinen Rückweg. Der führt safe nach unten. Genau. Nach Dairon. Alles klar. Dann machen wir das kurz, dass wir den Rückweg offen haben. Boah, ey. Junge, 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 Junge.
Moment, dann ist jetzt auch auf Dairon der Dings wieder aktiv, ne? Der Emmy. Oder wo war denn das, wo wir auf den Emmy gestoßen sind? Der dann angehalten wurde. War das Dairon? Nee, das war gar nicht Dairon. Das war dieses andere Gebiet. Das war dieser lila Emmy. Das war dieser lilane Emmy in diesem Tempelgebiet. Genau, hier auf Ferenia. Da war das, richtig. Irgendwo da ist der jetzt unterwegs. Genau. Da sind wir runtergefallen und hier war das dann. Oh, das ist auch ein riesiges Emmy-Gebiet. Holy shit. Auch das wieder 3 Millionen Ein- und Ausgänge. Uiuiuiui. Ich wollte schon sagen. Ja, also das. Ah, nein, aber die Verbindung geht ins Eisgebiet. Das wird uns noch gar nichts nützen. Oh, wait a moment. Das holen wir uns aber fix. Da kommen wir ja easy ran. So. Der Rest nützt uns zwar noch nichts, aber scheiß drauf. Okay, dann ist hier eine Aufladung. Ah ja, klar. Das ist wieder von oben runter. Könnte ich sogar eigentlich... Nee, könnte ich nicht schaffen. Da brauche ich... Da muss ich irgendwie da hochkommen. Da ist nichts zum Hochkommen für mich aktuell. Ja, okay. Dann kann ich hier gar nichts machen. Dann ist das zwar ein gewisser Rückweg, aber ich kann ihn noch gar nicht betreten, weil ich nicht schnell genug da zurück war. Weiß ich nicht, ob das ausreicht, die Zeit. Wir versuchen es gar nicht erst. Ja, das war ein kurzer Ausflug. Dann geht's wieder zurück. Eieieiei. Dann geht's hier hin wieder zurück. Boah. Ich würde in der Aufnahme echt noch gerne zum Schiff kommen. Ah, wobei wir jetzt ja schon wieder die Emmy aktiviert haben. Ich dachte ja, die Emmy werden erst aktiviert, wenn wir beim Schiff sind, sodass das so ein Zwischenstopp ist. Aber ist es ja gar nicht. Die Emmy wurden ja jetzt schon wieder aktiviert. Ja. Alter! Ja, eigentlich muss ich den nicht weiter besiegen. Okay, dann gucke ich jetzt mal kurz. Wo ist so eine Schleuse gewesen? Die, ah, hier kommen wir jetzt durch. Ne, haben wir schon. Jetzt komme ich hier über den Weg zurück. Ja, das ist mein Rückweg. Ich bin blöd. Ja, okay, das ist mein Rückweg. Gut. Aber wir können jetzt auch hier weitergehen, hier im Emmy-Gebiet, ne? Da können wir jetzt auch weitergehen. Also ist das nächste jedenfalls der Eisbeam, den wir bekommen. Wir könnten natürlich auch... Haben wir schon öfter so eine Powerbeam... Aber, naja, so eine Plasma-Beam-Schleuse gesehen. Sollen wir erstmal ein bisschen Backtracking betreiben wieder? Aber wir haben gar nicht so viel, was wir jetzt backtracken können, glaube ich. Also, ne, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Haben wir hier eine Powerbeam-Schleuse irgendwo gehabt? Kann ich, wenn ich, Scheißdreck. Kann ich, wenn ich hier so eine Powerbeam-Schleuse auslöse? Ich drücke immer die falschen Tasten! Y. So. Kann ich dann über die Übersicht trotzdem die anlassen, diese Markierung? Ja, sehr gut. Da wäre eine. Aha.
komme ich denn da hin? Aber das würde ich hier wahrscheinlich weiterführen. Aber ob das halt schon geht, ist die... Entschuldigung, ist die andere Frage. Ich glaube, dafür brauche ich erst den... den Gravity Suit. Also hier wäre es, glaube ich, nicht so nützlich. Wir gucken mal in die anderen Gebiete rein. Dairon. Da ist überhaupt keine. Nein! Oh Mann! Kataris. Da ist auch keine. Bleibt nur noch das Anfangsgebiet. Artaria. Aber bis dahin will ich jetzt eigentlich eh nicht zurück. Das ist jetzt ein ewig weiter Weg. Null. Da können wir jetzt... Ah, da oben können wir jetzt aber auch durch. Dafür müssen wir aber... Ah, da müssen wir hier hochkommen. Das kommen wir aktuell noch nicht. Also, da brauchen wir auch den Space Jump für. Ah, hier wäre die. Okay, okay. Aber auch da kommen wir, glaube ich, noch... Nee, da kommen wir noch nicht ran. Da ist dieses Ding davor. Hm. Da war so eine andere Schleuse, ich erinnere mich. Okay, kein Grund zu backtracken. Gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ja, dann können wir jetzt auch so rum da hochgehen. Ist egal, wie rum wir gehen. So. Dann gucken wir jetzt mal. Oh, hier ist natürlich Wasser. Cool. Und hier geht's aber erstmal wieder raus. Sehr schön. Gut. Aha. Da komme ich natürlich wieder nicht hoch. Da komme ich jetzt natürlich wieder nicht hoch. Auch dafür brauchen wir den Gravity Suit. Na gut. Sei es drum. Komme ich hier durch? Ja. Will ich aber nicht. Ach scheiße, es ist nur eine Karte. Ich muss da durch. Na gut. Dann werden wir uns nächstes Mal hier wahrscheinlich um den Emmy kümmern. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.